Sehr geehrte Frau Präsidentin, verehrte Kolleginnen und Kollegen, meine sehr geehrten Damen und Herren. In der Analyse stimmen wir ja überein, Frau Kollegin. Und es erging sicher jedem von uns auch schon mal so, dass wir Internetseiten aufrufen wollten, egal ob im Mobilbereich oder zu Hause am PC, und dass die Seiten sich nicht so in dieser Geschwindigkeit aufgebaut haben, wie wir das eigentlich gewohnt sind, wie wir das gerne haben möchten. Aber es gibt vielschichtige Gründe dafür. Es kann auch an der Hardware liegen, es kann, wie gesagt, verschiedene Gründe haben. Aber in der Tat gibt es auch für denjenigen, der einen Breitbandanschluss bezahlt, dem steht auch das Recht auf Information zu, wie viel Geschwindigkeit er tatsächlich hat, mit wie viel er rechnen darf. Und er darf natürlich erwarten, diese Geschwindigkeit auch zu erreichen. Transparenz ist gerade auf dem Telekommunikationsmarkt unerlässlich, da hier der Verbraucher eine riesige Auswahl an Tarifen, an verschiedenen Angeboten hat, sowohl im Festnetz als auch im Mobilfunkbereich. Und wie sieht die Realität aus? Da stimmen wir auch überein. Erstens, viele Kunden wissen nicht, mit welcher Leistung sie konkret rechnen können, auch weil Anbieter gar keine oder nur wenig belastbare Aussagen zur Datenübertragungsrate machen. Hierzu hat die Bundesnetzagentur die Telekommunikationsverträge sowohl im Festnetz als auch im Mobilfunkbereich auf Angaben über die zu liefernde Datenübertragungsrate analysiert. Und das Ergebnis ist, dass es keine standardisierten Informationen gibt, die dem Endkunden einen transparenten Überblick über die konkreten Leistungsfähigkeiten des Anschlusses bieten. Das ist Fakt. Und zweitens, in Studien wurde die Qualität breitbandiger Internetanschlüsse analysiert. Und auch hier das Ergebnis: unabhängig von Technologien, Produkten und Anbietern existiert eine deutliche Diskrepanz zwischen der vertraglich zugesagten Datenübertragungsrate und der tatsächlich gelieferten. Soweit zum Status quo. Diese nicht zufriedenstellende Situation beschreibt der vorliegende Antrag zutreffend. Darin, wie gesagt, stimmen wir sicher überein. Wir müssen die Transparenz auf dem Telekommunikationsmarkt verbessern, indem wir eine transparente, vergleichbare, ausreichende und aktuelle Information des Verbrauchers in einer klaren, verständlichen und leicht zugänglichen Form sicherstellen. Allerdings suggeriert der Antrag, und das haben Sie, Frau Kollegin, vorher auch erwähnt, dass die Bundesregierung und die Koalition diesem Zustand untätig gegenüberstehen würden. Dabei verkennen Sie in Ihrem Antrag zwei laufende Prozesse, wobei Sie einen angesprochen haben eben. Erstens die TK-Transparenzverordnung, die von der Bundesregierung bereits verabschiedet wurde und Telekommunikationsanbieter zu mehr Transparenz ihren Kunden gegenüber verpflichtet. Wir werden uns in Kürze im Deutschen Bundestag auch damit beschäftigen. Und zweitens, das haben Sie nicht erwähnt, aufgrund europäischer Vorgaben aus der TSM-Verordnung die laufende Konsultationen der Leitlinien von GEREC, der Gemeinschaft der europäischen Regulierungsbehörden zur Netzneutralität, die neben Transparenzvorgaben auch Vorgaben zur Mindestqualität ansprechen und von den nationalen Regulierungsbehörden umgesetzt werden. Und was Sie in Ihrem Antrag im Grundsatz fordern, befindet sich also im Moment in Vorbereitung bzw. in der Umsetzung. Deshalb möchte ich die Gelegenheit nutzen und auf verschiedene Aspekte eingehen, die wir im Zusammenhang mit Transparenz und Übertragungsqualität in den kommenden Wochen und Monaten regeln werden. Wie bereits angesprochen, in der vergangenen Woche hat die Bundesregierung die von der Bundesnetzagentur vorgelegte Verordnung zur Förderung der Transparenz auf dem Telekommunikationsmarkt, die sogenannte TK-Transparenzverordnung, verabschiedet. Mit den darin enthaltenen Vorgaben sollen die Anbieter verpflichtet werden, im Zusammenhang und auf einen Blick die vertraglich vereinbarte minimale und maximale Datenübertragungsrate darzustellen. Dazu dient in Zukunft eben das Produktinformationsblatt, das über die wesentlichen Vertragsinhalte aufklären wird. Außerdem werden die Kunden darin über die Vertragslaufzeit, die Voraussetzungen für die Verlängerung und Beendigung des Vertrages sowie die monatlichen Kosten informiert. Darüber hinaus werden Möglichkeiten geschaffen, die tatsächliche Datenübertragungsrate über entsprechende Tools zu messen. Zu nennen ist hierbei das Messangebot der Bundesnetzagentur unter deren Webseite www.breitbandmessung.de. Die Messergebnisse müssen speicherbar sein und im Online-Kundencenter hinterlegt werden können. Und so kann der Verbraucher ohne größeren Aufwand mehrere Messungen durchführen und etwaige Abweichungen zwischen tatsächlicher und vertraglich vereinbarter Datenübertragungsrate gegenüber seinem Anbieter kommunizieren.
Der Endnutzer hat damit die Möglichkeit, die Einhaltung vertraglich zugesagter Bandbreiten zu überprüfen und damit gegebenenfalls leichter als bisher Leistungsmängel zu beanstanden. Wir begrüßen diese Vorgaben ausdrücklich und werden uns im in Kürze beginnenden parlamentarischen Verfahren genau ansehen, ob die Vorgaben dazu geeignet sind, eben diese Transparenz für die Verbraucher zu schaffen und ob die Vorgaben von den Telekommunikationsanbietern umgesetzt werden können. Soweit zum einen Teil zu der TK-Transparenzverordnung. Parallel dazu läuft auf europäischer Ebene aktuell die Konsultation von GERREC, dem Zusammenschluss der nationalen Regulierungsbehörden, über die Netzneutralitätsverordnung. Diese Verordnung enthält Regulierungen zur Mindestqualität von Internetzugängen und ist damit auch der richtige Ort, um, wie gefordert, Mindestqualitäten vorzugeben. Derzeit werden Leitlinien zur Umsetzung der Verordnung in der Praxis erarbeitet. Die Bundesnetzagentur ist aktiv in den Arbeitsgruppen beteiligt. Der Entwurf der Leitlinien wurde am 6. Juni 2016 veröffentlicht und zur öffentlichen Konsultation, an der sich jeder bis Mitte Juli beteiligen kann, gestellt. Die finale Fassung der GERREC wird bis zum 30. August verabschiedet werden. Ziel ist die kontinuierliche Verfügbarkeit von nicht diskriminierenden Internetzugangsdiensten und zur Mindestqualität von Breitbandanschlüssen, heißt es in der europäischen TSM-Verordnung sinngemäß. Die nationalen Regulierungsbehörden können auf Anforderungen an technische Merkmale und Mindestanforderungen an die Dienstqualität vorschreiben. Es wird also abzuwarten sein, inwieweit die im Antrag der Grünen entsprechenden Mindestqualitäten Bestandteil der Ausführungen der TSM-Verordnung sein werden. Dazu werden wir sicher demnächst bei anderer Gelegenheit debattieren. Sehr geehrte Damen und Herren, in Kürze werden wir mit der TK-Transparenzverordnung erheblich mehr Licht in den Dschungel aus Tarifen und Leistungsparametern im Telekommunikationsmarkt bringen. So wird die Bundesnetzagentur im Rahmen ihrer Breitbandmessung Jahresberichte und statistische Analysen zur Dienstequalität von breitbandigem Internetzugang veröffentlichen. Darüber hinaus wird im Sommer 2016 auf der Internetseite der Bundesnetzagentur eine Kartendarstellung implementiert werden. Und Herr Kollege Durz, wenn ich Sie unterbrechen darf, gestatten Sie eine Zwischenfrage der Kollegin Rösner? Ja, klar. Bitte schön, Frau Kollegin Rösner. Das ist sehr freundlich, dass Sie eine Zwischenfrage zulassen. Mikrofon bitte. Dass Sie die Zwischenfrage zulassen. Ich wollte noch mal nachfragen, wenn Sie so auf die EU verweisen. Sie kennen ja sicherlich die Generaldirektion Kommunikationsnetze, Inhalte und Technologien, kurz DG Connect. Und die sieht eine Zielvorgabe von 90% vor. Warum setzen Sie diese dann nicht um? Also was ich Ihnen ja gerade versuche darzustellen, ist, dass Prozesse laufen auf europäischer Ebene, auf nationaler Ebene. Und Sie müssen schon beachten, was auf europäischer Ebene festgelegt werden muss und was auf nationaler Ebene umgesetzt werden soll. Und jetzt warten Sie einfach diesen Prozess der GERREC ab. Dort müssen die Mindestanforderungen definiert werden und dort werden wir im Bälde Rückmeldungen dazu haben und dann kann man auch Antwort auf Ihre Frage geben. Die Karte soll fortlaufen, um das nochmal auszuführen, die Ergebnisse der bisher auf der Internetseite durchgeführten Endkundenmessungen beinhalten. Die Darstellung der Messergebnisse erfolgt unter Nennung der Anbieternamen. Diese Verbesserung der Transparenz hilft dem Verbraucher, seine Rechte werden gestärkt, zugleich fördern wir auch den Wettbewerb. Wir sollten aber vermeiden, und es betrifft jetzt nochmal die eben dargestellten Ausführungen, dass es aufgrund der Parallelität von TK-Transparenzverordnung und GERREC-Leitlinienprozess mit anschließender nationaler Umsetzung der Netzneutralitätsverordnung zu Doppelungen bei den Umsetzungsauflagen für die TK-Anbieter kommt. Diese Doppelungen würden bei den Verbrauchern weniger statt mehr Durchblick verursachen und überzogene oder gar doppelte Informationsauflagen würden zudem der Wirtschaft schaden. Daher ist es definitiv sinnvoll, beide Prozesse nach der Sommerpause zusammen zu betrachten. Dann muss aber auch eine rasche Umsetzung erfolgen, damit wir für die Verbraucher schnellstmöglich auch für Transparenz sorgen. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Nächster Redner ist Herbert Behrens, Fraktion Die Linke.